ja, es war. Ich bin abermals komplett ausgerastet hier in der Beta von Inazuma 11 Victory Road auf 1 Nintendo. In dem Sinne, Grüße, Gemüse und Gummo Gummo. Ich bin so sehr ausgerastet, lasst mich euch das sagen, dass man mir dafür eigentlich schon den Controller wegnehmen muss. Schrägstrich Fortnite-Verbot, weil so viele Geisterkarten, also Spitzenspieler-Geisterkarten, seltene Token-Items, habe ich in einer Grinding-Session wirklich sehr selten bekommen. Das habe ich sehr selten erlebt, dass man sich wirklich in einem oder zwei Matches so viele Karten und Items unter den Nagel reißen kann. Und das hat geschmeckt. In dem Sinne, lassen Sie nun einen Daumen nach oben dafür den heiligen Flex. Wir machen gleich eine kleine Art Token- und Geisterkarten-Haul, wenn man das so sagen kann. YouTube 2012 hat angerufen. Sie wollen Ihre IKEA-Background-Schränke zurückhaben. Lasst gerne ein Abo dafür mehr. Wir nähern uns langsam aber sicher den 1000 Abonnetas. Innens. Danke für euren Support. Aktiviert auch sehr gerne die Glocke. Warte, wo haben wir sie überhaupt? Ich finde sie gerade nicht. Aha, sie war versteckt hinter den Lindt-Oster-Süßigkeiten. Wer kennt's nicht, Alter? Anyway, lassen Sie sie da. Und folgt auch sehr gerne rein auf Insta. Der Link ist doch in der Beschreibung. Vielen Dank für Support. Wir gehen rein in die Teambank. Ich habe wieder mal knapp, 40 Minuten oder 50 Minuten gekämpft für ein bisschen Items, ein bisschen Level-Uppen. Ihr seht es hier, Level 9 ist jetzt hier roundabout der Durchschnitt. Sogar hier Jordan auf 14, wo ich aber auch sagen muss, der war ja auch in unserem anderen Team am Start. Also das hat nicht so viel zu bedeuten. Seymour Hillman allerdings, der ist jetzt auf Level 15. Ich glaube, er hat sich jetzt offscreen weiter verbessert. Er hat ein Level-Up gemacht. Ihr seht seine Werte hier, wie die in den Himmel geschossen sind dadurch. Und kommen wir mal kurz auf die Geister zu sprechen. Weil wie gesagt, so viele Spitzenspielerkarten offscreen zu erfahren, ich glaube, das habe ich sehr selten geschafft. Wir haben fast eine ganze Reihe an Spitzenspielerkarten. Also wir könnten jeden dieser Spieler eigentlich weiter verbessern. Ja? Und hier an der Stelle, Stonewall ist schon Spitzenspieler, das heißt, das wird uns nur noch mehr zugutekommen. Wir gucken gleich mal, wie viel das wert ist. Und damit würde ich sagen, packen wir Hillman zurück auf seine ursprüngliche Position. Und zwar auf diese hier. Ja. Das gleiche natürlich mit Stonewall. Let's go. Ich glaube, so war das. Genau. Schauen wir mal ganz kurz hier bei Stonewall rein. Das als aktives Team setzen, kurz bei Training reingehen und dann schauen wir mal, wie weit wir den so gepumpt kriegen. Vielleicht wird er ja unser erster Legendary. Mal gucken. 250 Punkte at least. Loggen wir ein. Ist das meine endgültige Antwort? Yeah. 125 Punkte, at least. Das wäre aber voll der Waste. Ich sag euch, wie das ist. Das wäre voll der Waste. Machbar wäre es aber trotzdem. Aber wir wollen nicht zu greedy sein. Wir müssen an die anderen denken. Hallo. Dass er nicht mal eine Geisterkarte für sich hat, das ist schon wirklich sehr, sehr traurig. Sortieren wir das mal kurz und ihr seht, einfach der Schmackofatz. Gut, ich würde sagen, ich werfe hier mal seltene Karten rein. Und dann mache ich den auf Spitzenspielerbasis für euch bereit. Wo wir am Ziel angekommen wären. Und es hat gar nicht mal so viel gekostet, obwohl es 180 Punkte waren. Natürlich. Aber wenn die Spannung unter 30% liegt, dann ist der Mittelfeld-Fokuswert plus 10 Prozentpunkte. ich bin gerade für eine Sekunde im Cringe gestorben. Aber ich denke, das ist okay. Das gleiche machen wir jetzt noch für Victor. Wisst ihr was? Wir pumpen unser jetziges Team, und damit meine ich auch die Auswechselbank übrigens, auf Spitzenspielerbasis. Und damit wäre Victor der Nächste, der dran ist. Let's go. Was wird bei dir freigeschaltet? Wenn der Gegner durch Sprinten zerstreut wurde, steigt Spannung um 2%. Aha. Sehr cool, sehr cool. Unsere gesamte Front jetzt auf Spitzenspielerbasis. Das schmeckt. Nathan ist der Nächste. Come on, let's go.
Vielleicht ist das mit der Bank aber auch ein bisschen übertrieben. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich glaube, ich schaffe sie allerhöchstens auf selten oder hier episch in dem Falle. Und für ihn habe ich mir diesmal ein paar erfahrene Spielerkarten genommen, aber meistens doppelte oder welche, die ich noch mehr habe als zweimal. Und damit, bis die Mannschaft ein Foul erhält, Festungsmauerverteidigung der Mannschaft plus 10%. Coole Passive an der Stelle. Hurley Kane ist der nächste. Let's go. Das verbessert natürlich auch deren Werte. Ne, ihr seht ja immer, ich achte nie darauf, aber ihr habt ja immer die Werte im Blickfeld auf dem Gameplay, bevor ich dann den Spieler verbessere. So kann man sich ja immer so ein sehr gutes Bild darüber machen, ja, wie gut so eine Weiterverbesserung der Seltenheitsstufe eigentlich ist. Und hier habe ich mir gedacht, ich werfe einfach mal auch Durchschnittsspielerkarten rein, weil seine, ich sag mal, Levelleiste war unschief, die war ungerade, die war, glaube ich, bei irgendwas mit 159 oder so, also richtig krumme Zahl, und habe ein bisschen entgegengewirkt, ist ja ganz klar. Wird der Gegner während Fokus ohnmächtig, verringert sich die Spannung um 10%. Whatever that means. Kann ich mir immer beim ersten Lesen keinen Reim darauf machen, was sie da von mir wollen. For real. Und damit wäre Goldie die letzte unseres Stammteams, die noch gefehlt hat. Spannung plus 5%, wenn die Mannschaft Fokus oder Ballduell gewinnt. Das ist cool. Das ist sehr, sehr cool. Weil wir nutzen das ja sehr, sehr oft, wie euch aufgefallen ist. Gut, okay, die sind ja schon alle auf selten. Das trifft sich ja super. Ich habe gar nicht mehr großartig darauf geachtet, um ehrlich zu sein, wie das da bei denen so aussah. Anyway, da geht ja dann eine Verbesserung ziemlich, ziemlich schnell. Fokuswert plus 3% für Spieler in der Nähe. In der Stadt, in der Gegend. Darren LaChance. Oha. Hatten wir von ihm noch eine Karte? Ihr seht, ich glaube aber nicht. Aber ihr seht auch, es wird langsam knapp. Es wird langsam, aber sicher, langsam doch knapp mit den Karten. Also wir haben einen guten Verwendungszweck für sie gehabt. Wir haben sie geopfert. Auf ehrenloser Basis. Ballduellwert plus 3% für Spieler auf verschiedenen Positionen. Aber all diese Werte, diese Passiven, die bringen ja auch nur was, wenn die Spieler auch wirklich auf dem Feld sind, oder? Oder ist auch ein Spieler bekannt, der einen passiven Wert hat? Und dieser Wert überträgt sich auf die gesamte Mannschaft, unabhängig davon, ob er auf dem Feld spielt oder nicht. Weiß das jemand? Weiß das jemand? Ich weiß es nicht. Ich weiß es leider nicht. Aber ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Auch mal hier kurz für die Kamera. Wirklich wunder, wunderschön. Wunderschön. Damit kann ich hier auch switchen? Nein, leider nein. Wir gehen kurz mal auf die andere Mannschaft. Und werden die auch verbessern. Fürs Erste. Und zwar folgendermaßen. Sämtliche... Also, ich war so frei und habe mir das Recht rausgenommen, diese gewissen speziellen Karten zu überlassen. Und zwar eben den Spielern, denen sie zugehören. Und das war jetzt bei der Geisterkarte Dragonfly. Was mir wahrscheinlich auch offscreen schon dann mehr Spaß machen wird, wenn diese Spieler jetzt eben bessere Werte haben. I mean, guckt euch die Werte jetzt an. Und achtet darauf, wie sie gleich in den Boden, oder Junge, in den Boden geschossen werden. Aber na klar. So wie Presslufthammer. Das war er. Sean Frost ist der Nächste. Habe ich, glaube ich, auch noch eine, ja. Alles abgezählt. Alles perfecto mundo abgezählt. Das wird sehr lecker schmecken. Jude Sharp, den können wir sogar auf Spitzenspieler verbessern. Let's do it. Let's do it. Das wird auch so schmecken. Vielleicht werde ich noch irgendwann mal in mein Team holen, weil er gefällt mir. Er hat Illusionsball. Das ist eine sehr, sehr coole
Fähigkeit, die er hat auf dem Feld. Sehr schmackhaft hat's auch. Einige basede Spieler sind auf jeden Fall hier drin. Ricardo auch natürlich unvergessen, ne? Wo kam der nochmal vor? Das war in... Was? Go Galaxy? Puh. Das wäre aber zumindest dann schon mal eher... Sam Cook wird jetzt auch als Spitzenspieler verbessert. Ne? Wir müssen uns auch für unsere Brüder hier einsetzen. Ja, heute vielleicht mal, keine Ahnung, ein sehr organisativer Part, oder wie nennt sich das? Organisatorisch müsste es sein. Heute mal auf dieser Ebene, ihr wisst es. Weil wir müssen uns für sie Zeit nehmen. Das sollte klar sein. Oh mein Gott! Ich habe eine Greenway Spitzenspielerkarte bekommen. Oder? Das ist alles too much gerade hier. Das war übrigens Gottesrang, wo ich die bekommen habe, ja? Also, ich habe quasi die ganze Zeit gegen die National Champions gespielt. Gegen die Champing-Jungs. Scott Banyan, der Nächste, let's go. Wo haben wir ihn, den Bro? Bang. Achtet. Der gemeinsame Gegenstand, ah, das ist aber nicht das, was ich haben will. Ich will seltene Items. Ist das klar? Vielleicht wird uns aber hier geholfen, wenn wir diese Spitzenspielerkarte einsetzen. Ich weiß nicht, welcher Spieler hier dafür sorgt, dass die, ich sag mal, Drop Rate der seltenen Items um so und so viel Prozentpunkte erhöht wird. Aber hey, vielleicht finden wir ihn ja heute zufällig. Kann ja auch sein. Suzette. Was haben wir für dich? Ach, zumindest eine epische. Zumindest eine epische. Okay, stark, stark, stark. Womit noch eine einzige Spitzenspielerkarte übrig wäre. Holy, wo sind die denn alle hingezischt? Ja, komplett. Die haben Feierabend gemacht. Was ist denn da los? Stark, stark. Dann haben wir dieses Team, zumindest was die Mainplayer angeht, die Mainplayer-Hasen, haben wir die dann zumindest auch alle soweit auf episch bis Spitzenspieler. Das macht schon was her. Das macht schon was her. Aber ein Match muss heute noch gemacht werden. Das sollte klar sein, oder? Wir können es heute nicht nur mit organisatorischen Dingen probieren. Heute müssen wir wieder zeigen, was wir drauf haben. Ja. Wir haben Simo Hillman auf Level 15 trainiert. Irgendwas müssen wir dadurch doch erreichen können. Und ich habe mir gedacht, mir entweder den Professor Layton-Anhänger zu kaufen, weil ihr seht es, ich habe offscreen diese halbe Bibel da bekommen. Ich habe jetzt eine von denen. Eine halbe Bibel. Und dazu natürlich ein ganzer Huhn. Könnten wir uns prinzipiell kaufen. Intelligenz plus 15, das ist schon ein mieser Banger. Ansonsten Jutes, Schutzbrille, Technik plus 6 und Ballkontrolle plus 4. Außerdem der Schal des Konigs. Da fehlen noch ein paar dieser mystischen Kugeln. Ansonsten Opas Handschuhe. Könnten wir uns jetzt schon kaufen. Agilität plus 16. Ich bin sehr unschlüssig darüber, welche ich von denen kaufen soll. Weil alle die sind irgendwie gut. Schuss plus 12. Also da würde ich eigentlich als erstes darauf sparen. Weil es eigentlich Sinn macht. Es macht eigentlich Sinn. Wollen wir es nochmal probieren gegen den Gottesrang? Ein weiteres Mal. Sich reintrauen, schauen, was passiert. Jetzt, wo jeder Spieler auf Spitzenspieler ist. Und Simo Hillman, wie gesagt, Level 15. Das sieht man nicht allen Tagens.
Ganz kurz auch an der Stelle. Ja, ich bin erneut und weiterhin die Monstersau. Das schmeckt. Mango Loco, mein Leben. Und das schmeckt. Aber natürlich, klar, auch das Wasser. Immer griffbereit. Zum Hydratisieren. Schaut euch dieses Team an. Wenn wir damit nichts reißen können heute, dann weiß ich auch nicht. Ich hoffe, sie zünden diese Karte nicht. Sonst raste ich aus. Okay. Ja, das geht genauso weiter, wo wir aufgehört haben. Stark. Ich hoffe, ich krieg drei dieser Kugeln. Da kaufen wir uns heute Opas Handschuhe. Schwein! Was soll denn dies? Ach komm. Und ist das wieder los? Oh nein. Nathan! Nein! Dass das keine Technik wurde, das ist ja unglaublich. Wow. Bro. Okay, dann passen wir noch einmal hier zu Aphrodite, weil die hat dieselbe. Das war ein Pass. Das war ein Pass. Oh nein. Jedenfalls Aphrodite, der Bruder. Er hat die Ability dafür. Seltene Items zu kriegen. Was eigentlich mehr unser Fokus sein sollte, wenn wir mal ehrlich sind, Mann. Scheiß doch auf den Sieg. Ist doch eh alles Scam hier mit den Zweikämpfen. Sag ich euch doch, wie es ist, ey. Alles gezinkte Scheiße. What the fuck, Mann? Der Ball geht überall hin, aber nie zu Aphrodite. Was ist das denn für ein Scam? Weißt du was? Ich mach den. Warum ging die Eierkuchenfalle wieder nicht? Ey, Junge, das ist doch so ein Scam-Game, wirklich. Hör doch auf. Der Ball geht nicht zu Hurricane. Tactics. Er geht direkt in die Arme des Gegners. Aber natürlich. Eieiei. Eigentlich schon wieder gar keinen Bock mehr gerade, ne? Wer ist schuld? Die spielt's. Let's go! Ja! Gib mir mehr von den Kugels! Gib mir jetzt mehr von den Kugels! Her damit nun! Anyway. Die royale Lanze! Damit werden wir den Torhüter durchstechen. Und zunächst zu Axel. Und dann zu Faerun. Und dann guckt der Torhüter aber mal ganz dumm aus, die Wäsche. So, nämlich jetzt hier. Ich raste aus. Komm mal jetzt, Junge! Es dürstet nicht nach einem Breach. Was? Auf was ist das gerade angestiegen? 1100? Den willst du verarschen? Wie viel macht seine Technik bitte an Punkten gut? What the fuck, Mann? Nicht ausdenkbar. Möge man meinen, aber so sind wir dann in der zweiten Halbzeit auch schon drinne. Oh, habe ich die Karte überhaupt gespielt? Ich glaube, nein. Shit. Sollten wir tun. Sollten es in Erwägung ziehen. Safe habe ich die nicht genutzt. Ja, war klar. War auf dem Weg. Come on. Nimmt in den Ball ab. What the fuck? Fang ich. Fuck off, Frost.
What the fuck, Mann? Warum kommt da kein Duell? Der ist 3 Sekunden in mich gelaufen. Geh dich löschen, Alter. Geh dich verdammt nochmal löschen, wirklich. Hör auf. Kommt Wallzeit noch dran? Nein. Ja, ey, I'm sorry so, aber wenn das Game nicht funktioniert... Es gibt teilweise schon manchmal diese unspielbaren Momente und das war gerade eines davon. Weil ich von keiner dieser Situationen irgendetwas kann. Warum soll ich auf meinen scheiß fucking Pass bestehen, wenn der Gegner mich 3 Sekunden anrennt, bevor er das Foul macht? Zumal eigentlich die ganze... Ja, nächstes unspielbares... Ja, sagen wir nicht unspielbar, aber es ist halt... Was ist das? Das ist unnötig. Wie die Bälle hier und da mal irgendwie durchglitschen, Alter. So, Level 5 kann Fußballspiele machen. Diese annoying Gameplay-Momente, das muss aufhören. Das ist ja ekelhaft. Also wirklich, sorry, aber da... Das macht doch keinen Spaß so. Wenn das Spiel dir so einen Mittelfinger zeigt. Und du dir denkst, ja, okay. Ist okay. Kommt das Spiel bald raus? I don't know, man. Also hier ist noch einiges zu tun, das ist uns allen klar. Hier ist noch einiges zu tun. Bei mir wäre es ein Breach gewesen, sage ich nur so, ne? Aber das ist ja auch die Fairness des Games. Das Spiel ist sehr fair. Wie ist der Ball da durchgekommen? Das will ich mir... Also, das Spiel wird mich doch verarschen. Niemals ist der Ball da so durchgekommen. What the fuck, Mann. Die Engine ist teilweise schon wirklich sehr fishy, Alter. Auch da. Ich habe zwar den Zweikampf gewonnen, aber wieder, ne? Wäre beim Gegner nicht passiert. Es ist immer das Gleiche. Nur, dass man sich hier aufregt. Es sind immer die gleichen Sachen. Gott, bitte lass das behoben sein im Endspiel. Das kann doch nicht wahr sein. Es ist ja wirklich cringe. Also wirklich nonstop cringe. Ich wollte gerade sagen, warum kann man ihm nicht passen? Lasst uns zumindest einen Unentschieden rausholen, ich hoffe. Aber sollte. Ich wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte jetzt. Wenn er jetzt nicht eine Glanzparade macht. Out of nowhere. Hätte mich auch sehr stark gewundert. Aber... Eigentlich hätte es mich doch nicht gewundert, weil es gibt nichts in diesem Spiel, was noch nicht passiert ist, sagen wir so. Ein Duell noch. Ehrenlos nochmal mitgenommen. Ey, was sind denn das für Gameplay-Momente manchmal? Habt ihr das auch? Schreibt das mal in die Kommentare rein. Das ist ja Grütze, ist das. Das ist wirklich teilweise so ein Cringe. Du willst einen Zweikampf provozieren und der Gegner, der läuft an dich ran. Der läuft eigentlich schon in dich rein und es entsteht kein Zweikampf. Das Spiel hat das Spiel in den letzten 3 Sekunden gewürfelt, was der Gegner machen soll oder was? Junge, was ist das denn? So ein Cringe. Anyway, Aitor als Spitzenspieler. Wir müssen das uns wirklich schmecken lassen, ne? Dass wir hier Spitzenspielerkarten einmal in so Parts geschenkt kriegen. Naja, jedenfalls leider keine 3 Kugeln bekommen, sondern nur 2. Das heißt, dass wir uns das Item leider nicht kaufen können. Was sehr cringe ist. Und ich mich jetzt doch irgendwie versuche umzuüberlegen, weil ganz ehrlich, dann hole ich mir lieber den Layton-Anhänger. Ja. Die Frage ist, in welchen Spieler stecke ich das rein dann, ne? Ja. Schuss des Königs. Das ist wirklich so nah und doch so fern. You know what? Wir kaufen uns jetzt einfach Opas Handschuhe aus Frust. Es reicht mir jetzt. Es reicht mir jetzt! Die Frage ist nur, wem geben wir die jetzt? Sind die geeignet für Mark Evans? Was ist Agilität eigentlich für eine Wertung? Also, was bezweckt das? Junge, das Stürmband, das ist ja maximal traurig. Ich glaube,
Evans braucht ein paar bessere Dinge. Ja, okay, Agilität ist straight up Torwart-Gedöns. Okay, stark. Mein jetziger Handschuh gibt zumindest plus 6 physische Verteidigungen dazu und plus 2 Agilität. Hier haben wir 16. Aber ich denke, das macht es wertig. Stark. Ich fände es übrigens nice, das ist aber, ne, ein Makel, so. Wenn man die Items sehen kann, die ich den Spielern angelegt habe. Weil das customizt sie halt noch mehr als, naja, das Vanilla-Design durch und durch in jedem Match zu sehen. Ich wünsche mir das sehr, dass man auch Unterschiede in der Kleidung sieht. Selbst Ocarina of Time hat das hinbekommen mit den Rüstungen, den Farben der Rüstungen. Warum sollte es dieses Spiel nicht auch schaffen? Ich weiß aber nicht, ob das... Am Ende werde ich wieder in den Kommentaren korrigiert mit: Aber Kai, das haben die doch schon gesagt, dass das in Planung ist. Du, na gut, haut rein und macht's gut.